Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe endlich den unterirdischen Eingang gefunden. Und ja, nichts von wegen hochklettern, ne? Weil scheinbar habe ich das rote Tuch schon von oben. Bring mir, was du dort findest. Aha. Habe ich sozusagen eine Mission schon nebenbei gemacht. Verdammte Scheiße. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Wow, das war knapp, Leute. War das knapp. Heiliger Bimbam. Warte mal kurz, Leute. Wow. Die Höhle hat es in sich mit der Strecke. Ich hoffe, man kommt hinten rum raus. Ich will nicht mehr zurück. Magische Lampe. Immerhin haben wir ein bisschen Licht. Ein hinreißender Ort. Sag nix, Alter. Ich brauche mal die als Lampe, so. Zutaten sammeln. So. Wisst ihr, ich brauche keine Katze, ich brauche eine Laterne, Leute. Ich brauche da mal kurz. So, wunderbar. Dann hätten wir das auch geschafft. Puh. Und am Schluss soll uns eine Überraschung warten. Soll das die Überraschung sein? Also, darauf kann ich verzichten, ne? Versteht ihr, ne? Darauf kann ich gut und dankend verzichten. Ihr habt sicher hier nicht mal was, ne? Nee, habt ihr nicht. Mann, seid ihr Luschen. Aber es scheint mir, als hätten wir den einen Durchgang erreicht und sollten hier was finden. Hä? Ist das unterirdisch oder was? Wir haben zwar einen anderen Ausgang gefunden, aber das, was wir brauchen, habe ich noch nicht. Ey! Nicht festbacken hier. Hey, du willst mir jetzt nicht sagen, ich komme hier nicht mehr hoch. Danke vielmal, hä? Hochbacken mit Sunny, leicht gemacht, ne? Ach so ist das. Ne? Da unten gibt es noch eine Truhe. Die holen wir uns auch noch gerade kurz. Ich glaube, dafür haben wir noch gerade knapp Luft genug. Oder? Ne?
Schema Pionierhose. Erreiche das Ende des Tunnels. Zum Glück habe ich das nicht gemacht vorhin, sonst hätte es mir auf 100 nicht gereicht. Okay, ich kann ja einmal eine Runde drehen und direkt wieder ins Wasser jumpen. Wie gesagt, ich brauche, glaube ich, meine Lampe. Ja. Wunderbar. Wunderschön, wie wir hier wieder zurückkommen. Hätte ich mir sparen können. Hätte ich mir vorhin schon genauer die Lage angeguckt. Aber egal. That's the work, really shit. Oh. Sag jetzt nicht, ich bin vom falschen Weg gekommen. Aber warum geht's denn hier nicht hoch? Ne? Erreiche das Ende des Tunnels. Wisst ihr, wie man das macht? Ich glaube, das erreiche ich mal eben kurz. Sorry für die verwirrende Folge. Aber wir haben wir es jetzt nicht verkackt, oder? Oh. Nochmal hochpacken mit Sunny und unter der Scheiße durch. Ah. Ich will es einfach nicht verkacken, Leute. Vielleicht versteht ihr es. Hochpacken mit Sunny leicht gemacht. Wieder. Hä? Was soll das sein, ey? Kommt ihr da draus irgendwie? Irgendwie. Autsch. Irgendwie komme ich da nicht nach. Ach Gott, ich lasse es jetzt einfach sein und gehe zum alten Mann zurück. Tut mir leid. Dafür geht es jetzt in meinem Speedgang vorwärts. Echt mal. Hier vorne ist direkt ein Schnellreisepunkt. Zum Glück können wir hier eine Abkürzung nehmen. Hey, wie gesagt, die Folge tut mir so leid, dass hier nicht mehr gekommen ist. Aber ey, was wollt ihr hier machen, wenn so ein Bug da erscheint? Ich hab ja. Ich weiß ja nicht. Brauchst du Hilfe? Man kann ja Spiele noch verbuggter machen.
So. Und ich hoffe, es ist einfach dann gut so. Wenn nicht, Pech gehabt. Gibt's was Neues? Dieser Weg war kein leichter, doch ich habe es bis zum Ende geschafft. Hier ist der Beweis. Der erste Fremde, der die Prüfung besteht, das verdient unseren Respekt. Ich sorge dafür, dass sich deine Taten auf allen Inseln herumsprechen. Danke! Immerhin haben wir die Mission so beendet. Aber was hättet ihr gemacht? Ihr könnt es mir unten in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht hättet. Ne? Also, ihr hättet wahrscheinlich genauso verirrt irgendwie rumgerannt, irgendwie in der Gegend und hättet versucht, irgendwie aus der Höhe, also die Nebenquest so zu erfüllen, dass die abgestrichen ist und man weiter kann. Und, nee. Weil normalerweise kommt daneben Mission erfüllt und Punkt ist und ja, weiter geht's, ne? Aber nicht dieses Mal, ne? Warum auch? Ist ja eine Sondermission, wisst ihr? So. Hey, Maisak! Können wir reden? Jan und ich sind nach Hindarsfjall gefahren. Oh, habt ihr was erfahren? Ciri ist in Lofoten gewesen. Sie war verwundet, als sie ankam. Die Dörfler haben sie gesund gepflegt. Leider war ihr die wilde Jagd auf den Fersen und überfiel das Dorf. Ciri konnte fliehen, aber die Dörfler... Ich weiß, du musst nicht weiterreden. Ich habe mit ein paar Überlebenden geredet. Es reicht mir zu wissen, dass Ciri glücklicherweise entkommen konnte. Bestimmt findest du sie bald. Dazu, ja. Weiß eben noch nicht mehr. Du bist jetzt Hierophant? Gratulation. Danke. Der Skellige Kreis hat mich schon vor Jahren ausgewählt, als die alten Streitigkeiten zwischen den Clans wieder ausbrachen. Der Beruf ist also hauptsächlich politischer Natur? Ja, aber das macht mir nichts. Die Druiden wandeln seit undenklichen Zeiten zwischen den Clans und halten die endlosen Fäden im Zaum. Die Pflege des Gleichgewichts ist nicht nur die Forellenbevölkerung in Flüssen zu kontrollieren. Wir haben Glück, dass die Jarls uns immer als Ratgeber geschätzt haben. Was halten die Druiden vom neuen Herrscher von Skellige? Ankret-Blut ist gutes Blut. Und doch ist Ceres die erste Frau, die Skellige regiert. Dank mir. Nicht alle sind darüber erfreut? Es gibt oder dank uns. Sieben Clans. Jeder wünscht sich einen König aus seinen Reihen. Aber Ceres macht das schon. Sie ist nicht so impulsiv wie Chalma. Denkt zuerst, handelt dann. Und mit Krache als Ratgeber hat sie beste Chancen, eine gute Königin zu werden. Auf jeden Fall. Der Krieg. Ich würde gerne deine Meinung hören. Nun, ich glaube, dass Emhyr einen schlechten Zeitpunkt dafür gewählt hat. Es gibt doch kaum einen besseren, da der Norden jetzt in Aufruhr ist. Der Norden ist geschwächt, das ist wahr. Aber offenbar hat der Kaiser zahlreiche interne Probleme. Zu viele, um einen Krieg zu beginnen. Du unterschätzt Radovid. Er mag wahnsinnig sein, aber unfähig ist er nicht. Das auf jeden Fall nicht. Und wir werden ihn im nächsten Part um Hilfe bitten im Kampf für die Weltejagd. Also wenn ihr dabei sein wollt beim bisschen Gelaber mit den alten Leuten, dann seid doch dabei. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Witcher 3 Wild Hunt. Tüdelö.